Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video darüber machen könnte, wie man eine bestimmte Festplatte für die Systempartition auswählt. Gerade beim neu aufgesetzten System. Und hier ist es und damit herzlich willkommen. Ich habe schon mal was vorbereitet, rechne es aus. Ich habe jetzt eine SATA-Festplatte dran, 60 GB, die habe ich noch rumliegen gehabt. Und eine M2. Die ist leer, das ist 1 TB. Wie leicht das jetzt mittlerweile geworden ist, zeige ich euch jetzt im BIOS bzw. im UEFI, weil BIOS ist es ja nicht mehr in dem Sinne. Und legen wir los. Ich habe jetzt hier das X570 Aorus Ultra von Gigabyte und das hier so ist, standardmäßig sieht es so aus. Ich empfehle immer den Advanced-Mode, also den erweiterten Modus. Unter den Boot-Optionen hat er automatisch die 60 GB als erste Boot-Partition festgelegt und die zweite als Terabyte. Ich werde euch zeigen, dass es gar nicht umgestellt werden muss. Wenn ich jetzt auf der M2 Windows installieren möchte, kann ich das alles so lassen. Das werde ich euch gleich zeigen. Weil dank EFI ist das möglich. Ja, wir gehen mal raus, speichern das Ganze. Ich stecke vorher mal den USB-Stick rein, weil ohne USB-Stick, wo Windows drauf ist, zum Installieren, wird es nicht funktionieren. Und automatisch wird auch der USB-Stick erkannt bzw. von dem gebootet. Wir gehen auf Weiter. Jetzt installieren. So. CD-Key habe ich jetzt erstmal nicht. Das ist jetzt vollkommen wurscht, welche Version wir auswählen. Windows 10 Home oder Windows 10 Pro. Ich nehme jetzt einfach mal Windows 10 Home. Reicht vollkommen aus. Ja, stimmen wir zu. Ein Upgrade funktioniert natürlich nicht auf neuen Festplatten. Eben wird Benutzer definiert. So wie in der Reihenfolge von BIOS bzw. von UEFI ist auch die 60 GB Festplatte oben als erstes zugewiesen und die Terabyte ADATA als zweites. Brauchen wir nichts weiter tun als die zweite auswählen, klicken auf Weiter und dann fängt er an zu installieren. Das brechen wir uns ganz ab. Jawohl. So, abgebrochen, damit ich euch zeigen kann. Jetzt installieren. Habe ich gerade schon mal gefragt. Weiter. Die Anfangszeiten vom EFI bzw. UEFI oder halt mit den alten BIOS-Systemen noch, hätte er auf der ersten Festplatte noch einen Teil, wahrscheinlich 100 MB oder 250 MB. Platz zugewiesen. Das hat er diesmal nicht gemacht. Daher ist es unerheblich, ob man jetzt im BIOS da irgendwas verändert. So, er hat wirklich nur den Laufwerk 1, hat er alles benutzt. Und die 60 GB Festplatte hat er komplett unberührt gelassen. Jetzt könnte man die jetzt ganz wieder löschen. So, wir installieren das Ganze jetzt aber trotzdem mal.
So, braucht einen kurzen Augenblick bis zum Neustart. So, kurzer Zeitsprung, Dateien sind kopiert. Und der Rechner startet neu. So, jetzt gehen wir gleich mal ins BIOS, gehen auf Boot und er hat schon automatisch als erstes Bootmedium, den Windows Boot Manager, ADATA SX8200 PNP genommen. Genau. Das zweite ist der UEFI, das ist der USB-Stick, auf dem sich die Windows Installationsmedien befinden. So. Und als Bootoption 3 hat auch die 60 GB Festplatte. Ist alles nach unten gerutscht, die beiden. Ansonsten halt nimmt er das automatisch mit dem BIOS bzw. dem UEFI, dem Windows Boot Manager. Gehe ich jetzt hier raus, kann es verspeichern. Und dann starte ich automatisch von der M2 und Windows wird neu installiert. Das Betriebssystem wird jetzt fertig installiert. Wie ihr gesehen habt, nichts leichter als das. Kein Hexenwerk mehr. Von daher kann jeder. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, unten in die Kommentare, selbst bei Kritik, Anregung, alles unten rein. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.